Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder ein neues Update. Zwei neue Städte sind drin und es gibt sogar noch eine kleine weitere Map-Änderung. Das hier dazu jedoch später mehr. Wir beginnen mal mit der ersten Sache und zwar Moisty Meyer ist in einer anderen Variante zurück. Das Ganze nennt sich jetzt Moisty Pomps. War ja schon am Anfang der Season klar, dass das Moisty Pomps höchstwahrscheinlich heißen wird. Teile Moisty Meyers sind zurück, wie zum Beispiel das Gefängnis hier. Und das Ganze ein bisschen verschmolzen im Prinzip mit Paradise Palms. Finde ich persönlich tatsächlich eine super, super nice Stadt. Mir gefällt das designtechnisch wirklich extrem gut. Und es gibt hier eine Besonderheit, wie ihr es gerade schon sehen konntet. Wenn man auf Sneaken drückt, was auch immer das bei euch für eine Taste ist, werde ich euch automatisch wo rein verwandeln. Der hat mich jetzt leider einmal mit der Falle getroffen. Wie man sieht, es passiert einfach so häufig, dass dann aus Versehen mal, oder generell, es ist einfach schon so drin, dass man zwischendurch einfach sneaken drückt. Normalerweise würde ich jetzt auch dauerhaft sneaken, aber da ich mich sonst so verwandle, ist es eben halt ziemlich problematisch. Das Ganze geht immerhin relativ schnell, das heißt, man hat eigentlich kaum Delay. Er hat ja zum Glück hier auch einen Chuck-Chuck. Das macht das Ganze natürlich deutlich entspannter. Dann können wir hier nochmal die Tag mitnehmen. Und ja, ansonsten ist eine neue, eine alte Waffe wieder drin. Und zwar die Tactical SMG. Die klassische Tag SMG einfach. Ist ziemlich stark, muss man ganz einfach sagen. Macht etwas weniger Damage als die Classic SMG. Dafür ist natürlich die Burst SMG jetzt draußen. Ich meine, es ist jetzt vor allem nicht allzu schlimm. Ich mochte diese Burst SMG. Allerdings finde ich, passt das auch. Immer ein bisschen Abwechslung finde ich tatsächlich ziemlich nice. Und ja, die macht, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wie viel Damage die macht. Schießt aber auf jeden Fall ziemlich schnell. Und ja, jetzt werden wir versuchen, natürlich noch ein paar Kills zu machen. Wir werden auch noch in der nächsten Runde nach Greasy Groove gehen und uns dann dort alles angucken. Jeden Fall, wie gesagt, Moisty Meyer, super nice Stadt. Vor allem Moisty Pomps in der Kombination nochmal besser als alles jemals zuvor. Das könnte jetzt etwas kritisch werden. Und bloß hier ins Wasser gehen, denn sonst kann man hier nichts sehen. Holy shit, ich konnte nichts sehen. Ich habe ihn trotzdem bekommen und wie wir hier sehen, Tag SMG ist jetzt auch da. Über zweimal, übrigens kein Schüsse mehr. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dadurch, dass er ziemlich viel schießt. Da braucht er natürlich auch eine Menge Munition. Könnte jetzt kritisch werden. Los. Schade, schade, schade. Naja, könnte ich nichts machen. Wir sehen uns dann nächste Runde in Greasy Groove. So, jetzt geht's nach Greasy Groove. Und wie man vielleicht sehen kann, es sieht ziemlich strange aus, dadurch, dass es im Prinzip so direkt abrupt ist von Schnee auf die Graslandschaft. Hier ist tatsächlich, wie es der Zufall auch will, direkt die Würfelinsel zu sehen. Und wie ihr schon sehen könnt, es ist Taco-Zeit, denn Dörrburger wurde durch den Taco-Laden ersetzt. Und generell die City, weil ich hier schon des Öfteren gelandet ist, sieht überhaupt nicht mehr so aus wie früher. Es passen viele Sachen nicht mehr ganz überein. Und man sieht, es gibt auch eine Taco-Zeit zwischendurch. Da kann man nichts machen. Man dancet nur herum. Ist etwas schneller. Und regeneriert Green Life, bis man voll ist. Man kann allerdings auch nicht angeschossen werden. Da kann man also ziemlich sicher sein. Muss ich aufpassen. Ich glaube, der über mir hat leider, leider, leider eine Pump. Oder so. Dann müssen wir jetzt mal gucken, den bekommen können. Hab ihn. Nice. Obwohl er eine Pump hatte.
los. Ich hab keine Meds. Der muss dann zum Glück nicht aufpassen, dass man nicht sneakt. Das ist natürlich etwas entspannter wieder. Dass man hier nicht ganz so stark darauf aufpassen muss. Zudem sind jetzt auch noch hier Tacos auf dem Boden zu finden. Man hat dann, wenn man die aufsammelt, man bekommt 10 Leben, also Leben oder Schild, ist egal was. Ist eben halt, also je nachdem, wenn man noch Green Life, wenn einem Green Life fehlt, dann bekommt man natürlich Green Life. Wenn einem Schild fehlt, Schild, 10 Stück, um genau zu sein. Und man wird etwas schneller, die bleiben allerdings nicht lange auf dem Boden. Und sind trotzdem eine ganz nice Sache. Fürs reine Gameplay ist es natürlich deutlich entspannter, Greasy Groove, als in Paradise Palms. Dann Paradise Palms muss man sich natürlich, beziehungsweise Mäuschen Meier muss man sich an mehr Sachen gewöhnen. Ich habe zwar am Anfang reingechoked, ging aber noch alles komplett fit. So ist das jetzt nicht. So. Nein. Wo ist nicht jetzt? Hat er einfach gelieft? Einfach gelieft? Der hätte, glaube ich, gar keinen Bock mehr aufs Game. Ja, die ganzen Häuser haben sich hier auf jeden Fall ordentlich verschoben. Also, ich denke, das ist dem einen oder anderen schon aufgefallen. Früher war da mal, ja, neben dem, beziehungsweise hier war ja der Fischerladen, daneben war dann, das, die Tanke. Shit. Konnte ich jetzt auch nichts machen. Allerdings sehen wir uns in der nächsten Runde nochmal wieder. Und dann schauen wir uns nochmal an, was denn das hier neu ist. Wie man es jetzt von hier schon erkennen kann, ist da irgendetwas Neues bei Dusty aufgetaucht. Ich habe es mir vorher noch nicht angeguckt, ich habe es nur auf der Map gesehen. Und es sieht fast aus wie so eine Raketenstartstation. Und das kann natürlich jetzt sehr gut bedeuten, dass der Besucher jetzt die Rakete starten wird. Er muss ja immerhin irgendwie wahrscheinlich wieder zur alten Welt zurückkommen. Will nicht hier bleiben, davon gehe ich zumindest mal aus. Und ich meine, es ist auch logisch, dass er wahrscheinlich lieber seine eigenen Welt will. Wollte ja beim letzten Mal auch, nur er ist hier im Prinzip nur in friedlicher Absicht gekommen. Er hatte ja nicht vor, irgendwas in der Fortnite-Welt zu zerstören. Er macht es im Prinzip nur aus seinem eigenen Interesse. Hatte hier ja ordentlich etwas ausgebaut und jetzt hier im Prinzip sogar schon ein Loch, wo dann unten das Raketentriebwerk stehen kann. Sieht alles ziemlich ähnlich aus, dafür hat ihr wahrscheinlich auch die Teile gescannt. Das heißt, im Prinzip jetzt geht die Story weiter. Ist ja im Prinzip erst lange, im Prinzip nur hier immer die Städte hinzugekommen. Ansonsten ist eben halt kaum etwas passiert. Und jetzt geht es eben halt weiter. Und das finde ich zumindest ziemlich nice. Dann müssen wir da unten jetzt den Gegner eliminieren, den man natürlich nicht durch Fenster treffen kann. Ich habe nicht allzu viel Muni. Uiuiui. Ich habe viel Muni. Ich habe ihm leider nur 20er Shots gegeben. Lohnt sich jetzt nicht dafür, das Medkit zu nehmen. Gehen wir lieber weiter, ein bisschen Muni noch sammeln. Und läuft auf jeden Fall wieder. Obwohl ich eine lange Zeit nicht wirklich viel Fortnite gespielt habe. Ich glaube, die Gegner sind auch einfach leichter geworden. Natürlich nicht mehr ganz viele Bock auf das Game haben. Eigentlich finde ich, seit dem Update heute bockt sich das wieder richtig krass. Einfach, ich liebe ja Paradise Palms als Stadt, finde ich super nice tatsächlich. Allerdings finde ich eben halt genauso nice eigentlich auch Mäuschen Meier. Und das eben halt jetzt zusammen ist einfach perfekt. Genauso ist Prison, super nice.
Und Greasy Groove auch wieder in einer neuen Form. Finde ich auch eine super nice Funktion. Man muss ja immer nicht dahin gehen. Also, wenn man diese ganze Funktion nicht haben will. Man hat im Prinzip auch keinen Nachteil irgendwie. Jetzt also wirklich. Es sind ganz nice Features. Aber ich würde mal sagen, es hat jetzt kein großes. Greift nicht groß in das Game-Verhalten ein. Das finde ich auf jeden Fall ganz nice. Nicht so wie in Tilted Town, wo man eben halt doch schon sehr abgeändertes Verhalten hat. Und werden wir jetzt nochmal rüber zur Raketenstation gehen und uns das ein bisschen genauer angucken. Ah, ich bleibe mal beim Granatwerfer. Wollte ich nicht runterjumpen. Es sieht schon ziemlich nach einer Rocket-Startstation aus. Ich meine, sonst würde man andere Sachen nicht bauen. Diese Undock-Stationen sind eigentlich perfekt dafür gedacht. Die Frage ist jetzt allerdings, ist der schon gestartet? Was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Denn ich glaube eigentlich viel eher, dass er es tatsächlich noch baut. Und jetzt im Prinzip nur die Startstation gebaut hat. Ich glaube, dass beim Update auch ziemlich wenig aufgefallen ist, dass sich hier etwas geändert hat. Auf so etwas achtet natürlich auch nicht jeder. Ich weiß nicht, ob sich sonst noch irgendwo etwas geändert hat, außer The Block. Aber ich meine, sonst hat sich auf der Map nichts wirklich verändert. Natürlich ist unten jetzt wieder Banditenstadt und alles zurück. Pandora ist raus. Denk mal, sollte jetzt nicht allzu schlimm sein. Ich mochte Pandora jetzt nicht unbedingt extrem. War ein nicer Ort. Allerdings nichts allzu Besonderes. Jetzt werden wir nochmal hier die Runde zu Ende spielen. Und natürlich am besten eine möglichst gute Runde machen, wenn ja keine. Jetzt werden keine neuen Infos mehr geben, es sei denn, mir fällt noch irgendetwas auf. Allerdings, sonst gibt es eben halt nichts Neues. Wir können natürlich auch gerne nachher noch den Stream auschecken. Ich denke mal, ich werde wieder ein bisschen Fortnite spielen. Das neue Update. Und hier vorne ist direkt auch der nächste Gegner. Ich denke mal, ich werde aufs Hausdach gehen, um ein bisschen Highground zu bekommen. Lass auch gerne ein Abo da, wenn euch die Videos hier gefallen. Wäre auf jeden Fall super, super nice. Müssen wir da unten mal gucken, wie wir den Gegner eliminieren können. Ich hoffe, er hat kein Vollschild. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er hat Schild. Kritisch, kritisch, kritisch. Ich habe nicht mehr viele Schüsse. Shit, ich habe mich selbst getroffen. Lost. Ja, nein. Er war auch nur ein Lost-Spieler. Also ich habe mich einfach selbst getroffen, weil ich mich selbst runtergeschossen habe. Egal.